Warum werden Handtücher eigentlich irgendwann so hart? Hi, ich bin Lea und ich habe da mal bei einem Textilexperten nachgefragt. Man muss sich vorstellen, in der Regel sind Handtücher oder jetzt T-Shirts oder viele Kleidungsstücke aus Baumwolle. Das ist eine Naturfaser, die hat ein natürliches Wachs und Fett auf sich und die bleibt schön weich. Auch durch den Färbeprozess ist dieses Fett entfernt. Das heißt, die Faser ist hart, störrisch und deshalb wird produktionsbedingt Weichmacher aufgebracht. Das ist eigentlich mit die häufigste Chemikalie, die verwendet wird bei der Textilveredelung oder bei der Textilproduktion, weil diese Geschmeidigkeit, die hat ja ganz viele Gründe. Beim Vernähen, ne, muss es einen gewissen Griff haben. Wenn es über Maschinenteile rutscht, wenn jetzt irgendwas produziert wird, soll es möglichst weich sein. Wenn ich jetzt mein Textil, vor allem im Handtücher, sehr oft sehr heiß gewaschen habe, ist dieser Weichmacher oft weg. Und dann habe ich eine freiliegende Faser, ungeschützte Faser, die Feuchtigkeit aufnimmt beim Waschen und beim Trocknen wird die einfach hart und störrisch. Kommt daher, dass die Baumwolle solche chemischen Brücken hat, die sich im Feuchten auflösen und im Trocknen verbinden die sich wieder. Ja, und die kann ich aber mechanisch brechen. Ja, man durch Kneten oder in den Trockner-Tumbler tun, wird dieses Harte wieder weich geklopft.